So, dann herzlich willkommen, hallo Massen, bei unserem zweiten Hörspiel-Podcast. Wir nennen es jetzt einfach mal so. Heute dabei sind, und zwar in der Reihenfolge, die mir der Frank gegeben hat. Also wer sich damit nachteilig fühlt, mag den Frank anmeckern. Der Peter Struck. Hi, servus. Die Steffi Berg. Hallo. Die Annika Roth. Hallo. Wieder mal der Frank Hammerschmidt, weil man wird ihn nicht los, zumindest nicht hierbei. Ja, ich bin hier. Und natürlich ich, euer Pini. Ich grüße euch. Und wir sind mal wieder zusammengekommen, weil der Frank uns mal wieder aufgelauert hat und gefesselt und geknebelt in ein Verlies gesperrt hat. Die Knebel sind jetzt gerade erst raus, deswegen klinge ich vielleicht noch ein bisschen gummiartig, wenn ich spreche. Und ja, eventuell Wassertropfen oder sowas bitte ich an dieser Stelle dann entsprechend zu ignorieren. Unser täglich Los. Genau. Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit den grundlegenden Fragen an. Wer seid ihr? Was tut ihr so? Peter, was, wieso, was hast du mit Frank zu tun? Ja, was habe ich mit Frank zu tun? Das ist eine gute Frage. Der Frank hat mich mal irgendwann verhaftet, weil ich hier für den Hörtalk angefangen habe, als Autor und Cutter zu sein und habe selber das ein oder andere Hörspiel hier schon auf den, ich sag mal, Anführungsstrichen Markt gebracht. Und ja, Frank hatte mich dann irgendwann mal angesprochen, eins seiner Hörspiele hier, die von den Chroniken zu cutten. Du darfst an der Stelle übrigens auch gerne Eigenwerbung machen, was du hier so verbrochen hast und weshalb du dich verhaftet hat. Das gilt für alle. Also wer möchte, möge da gerne Beispiele der eigenen Arbeit geben. Kommen wir gerne drauf zurück, jawohl. Also, wie gesagt, also ich habe den ersten Beitrag für den Frank gemacht, das ist Beisen und Co. Hat auch eine relativ gute Resonanz bekommen und hat mich dann halt, wie Frank seine Art ist, gleich in den Keller gesperrt und für sein zweites Stück mitverhaftet. Das ist ein Muster bei ihm, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, da ist er ganz schnell. Also da hat man eins fertig und dann kommt Frank schon wieder um die Ecke und sagt, hier, bleib sitzen, geht weiter. Hier sind die nächsten drei. Genau. Oder auch wenn man noch mitten in der Arbeit ist, hier, ich wollte demnächst mal, kannst du nicht mal, hättest du Bock? Nein, was heißt hättest du Bock? Soweit fragt er ja gar nicht. Ich bezahle dich nicht fürs Nichts und ich bezahle dich nämlich überhaupt nicht. Mach das. Richtig. Steffi, wie war das bei dir? Ja, also Annika und ich zusammen eine Firma und haben uns mal angemeldet im Hörtalk, im Forum. Ich habe das, ehrlich gesagt, weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Irgendwie per Zufall, glaube ich, mal über YouTube gefunden. Und fand das so cool. Ich war eigentlich schon immer Hörspiele, schon als kleines Kind. Und dachte, oh ja, mal selber irgendwie dran arbeiten wäre natürlich super. Hab uns dann direkt mal im Forum angemeldet. Ja, quasi irgendwo hingeschrieben, dass wir ja auch als Cutter helfen könnten. Und dann hat der Frank sich schnell angeschrieben, hat uns ein Skript geschickt. Ja, und so kam das dann einfach dazu. Also wurdet ihr ähnlich assimiliert wie der Peter und ich? Wahrscheinlich, ja. Genau. Jetzt behaupten meine Aufzeichnungen, die mir der Frank gegeben hat, dass ihr beide zusammen ein Studio betreibt, das sich Twin Soul Records nennt. Magt ihr uns was drüber erzählen? Gerne zu zweit? Ja, also wir haben, wann haben wir uns gegründet? 2016. 16 offiziell, genau, haben wir eine Firma angemeldet. Weil wir beide gerne Musik machen, ne? Und ja, wir haben angefangen mit elektronischer Musik. Ja, irgendwann kam dann halt jetzt das Hörspiel dazu. Unser, können wir ja ein bisschen Werbung machen für. Gerne, gerne. Hauptkünstler ist Raven, also die Steffi, die rappt, ist hier auch eigentlich Hauptproduzentin, hat da einen Plan von uns. Okay. Genau, also so hat es auch ursprünglich irgendwie angefangen. Ich mache schon sehr, sehr lange Musik. Ich habe auch mit 13 angefangen, Schlagzeug zu spielen, immer in irgendwelchen Bands und habe vor ein paar Jahren gemerkt, ich würde irgendwie auch gerne mal elektronische Musik machen und habe einfach so ein bisschen, ja, mir alles so zugelegt, angefangen zu produzieren. Wir haben dann zusammen, also die Annika kam dann irgendwann so dazu, das erste Lied fertig gemacht und es hat eine super Resonanz bekommen und ja, die Qualität war auch deutlich besser, als ich jetzt selbst mir irgendwie erhofft hatte.
Und so fing das dann an. Wir haben einfach dann ja weiter produziert und haben dann auch irgendwann diese Firma angemeldet, um die Sachen einfach offiziell zu vermarkten. Ja, und haben dann 2016 einen Song Contest gewonnen mit unserem zweiten Lied. Und so, ja, zieht es jetzt so ganz langsam irgendwelche Kreise und eben immer noch fleißig dabei, wollen das erste Album wirklich, ja, es wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke mal so in den 2 Jahren fertig bekommen. Ja, dann ging es irgendwann weiter mit noch einer anderen Sparte, dass wir auch noch Meditationsmusik angefangen haben zu machen. Das war ursprünglich auch so mehr aus Eigennutz. Ich habe irgendwie mir überlegt, ich hätte gerne Musik hören kann, während ich am Lernen bin, so dass ich besser mich konzentrieren kann. Habe aber irgendwie nie so was wirklich gut hilft und habe dann gedacht, okay, wir machen jetzt einfach mal selbst unsere Musik, ja, und dann habe ich die auch ein paar Freunden gegeben, so testet doch mal, wie kommt ihr damit klar, funktioniert das bei euch? Ja, das ist auch auf gute Resonanz gestoßen, so dass wir auch uns entschlossen haben, das dann auch zu vermarkten. Das machen wir natürlich unter einem anderen Namen, das heißt Binaural Concept. Das bedeutet, wir machen Meditationsmusik und neurale Beats dazu, um die Wirkung zu erhöhen. Das ist natürlich ein sehr spezielles Feld, weiß ich jetzt auch nicht, ob euch das wirklich was sagt. Sagt mir Aber tatsächlich was, ja. ja, also so haben wir zwei vollkommen unterschiedliche Sparten, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, bis auf das, dass wir den PC brauchen, um die Musik zu machen. Aber das finde ich auch ganz spannend, weil man, ja, es ist doch sehr abwechslungsreich. Und jetzt auch mit dem Hörspiel ist natürlich so eine dritte Sparte dazu gekommen, was ja auch nochmal eine vollkommen andere Arbeitsweise ist. Und das finde ich aber persönlich wirklich sehr toll, weil ja, es ist einfach wirklich was ganz anderes als einen Song zu machen, ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Musikaffin, wie ihr ja nun mal seid, wie passt da das Hörspiel rein? Ihr hattet vorhin gesagt, dass ihr da über YouTube auf das Hörspielprojekt aufmerksam geworden seid und der Frank euch dann direkt mit assimiliert hat. War eure Absicht der Gedanke, Hörspiele zu schneiden, oder hattet ihr gedacht, ja, die können bestimmt auch Musiker brauchen? Also, habt ihr vorher schon Erfahrung mit Hörspielen gemacht? Ja, Kontext. Also wir haben beide noch keine Erfahrung vorher mit Hörspielen. Also klar, eine Menge Hörspiele gehört natürlich, wobei das doch wieder was vollkommen anderes ist. So dass es eigentlich mehr oder weniger das erste war. Ich hatte vor ein paar Jahren mal mit einem Kumpel, der ist Sprecher, der fungiert auch als Erzähler in unserem jetzigen Stück, was wir schneiden. Mit dem hatte ich mal so kleine Geschichten aufgenommen und angefangen zu vertonen. Das war dann so meine persönliche erste Erfahrung mit Hörspielen, aber ansonsten haben wir beide noch nie an sowas gearbeitet. Und ja, anfangs dachte ich eigentlich gar nicht daran, die Musik beizusteuern, sondern ich glaube, wir wollten wirklich mal was anderes machen und uns als Cutter anbieten. Ich habe mal eine Weile lang auch für eine Filmfirma gearbeitet und habe da ja auch die Sprache geschnitten für irgendwelche Videos. So dass ich da jetzt nicht ganz bin in dem Feld. Und wir dachten eigentlich, dass wir so als Cutter irgendwie helfen können, dass dann natürlich dann die komplette Produktion draus geworden ist, mit Versuche, mit allem drum und dran. Ja, das war mir am Anfang auch gar nicht so klar. Aber es ist ja natürlich logisch, dass das irgendwie aus einer Hand sein muss. Ja, so dass wir jetzt doch deutlich noch andere Aufgaben dazugekriegt haben. Ich gar nicht, ja, mit denen ich nicht gerechnet hätte, sage ich mal, weil ich mir auch gar nicht so Gedanken darüber gemacht habe. Ich dachte, oh, wir schneiden, dann können ja die Spuren mal schneiden, die Sprecher schneiden, aber natürlich ist es schon deutlich schlauer, wenn es alles so aus einer Hand kommt. Ja. Ja, aber ich würde mal sagen, wir sind immer offen für Verschiedenes. Also ich zum Beispiel, ich komme eigentlich aus einer ganz Musikrichtung und bin dann auch in die elektronische Musikrichtung gerutscht bei Steffi. Und immer irgendwas anderes zu machen, das ist halt viel spannender, als immer nur an einer Sparte hängen zu bleiben. Und so ist das eigentlich ein ganz guter Mix, finde ich. Und wie sind dann jetzt so eure Impressionen, wo ihr jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habt mit Hörspielen? Also Schlussfolgerung, war es das Ja, wert? also also ja, sorry. ich würde sagen,
Ja, wir sind beide sehr anspruchsvoll, was das betrifft. Also, das sind wir auch bei den Liedern. Und je anspruchsvoller man ist bei den Hörspielern und alle möglichen kleinen Fehler hört, desto komplexer wird das Ganze. Und dann will man es noch perfekter machen irgendwie. Das klappt aber nicht. Und ich würde mal sagen, wir schlussfolgern daraus, dass man am Anfang gerade, finde ich, bisschen auf den Perfektionismus leider verzichten muss, um erstmal ein bisschen voranzukommen. So für mich die Erfahrung jetzt erstmal. Ja, das, da gebe ich der Annika natürlich recht. Also ich finde wirklich das eine echt spannende Sache. Merke auch, ich habe jetzt, oder ich denke, wir beide haben schon sehr, sehr viel dabei gelernt. Also wir sind jetzt ja noch nicht fertig mit unserem Hörspiel. Aber es ist natürlich eine ganz andere Richtung, als einen Song irgendwie zu machen. Kurz Die als Räume. Zwischeninfo, ihr sitzt im Moment an Zukunftschroniken 13 Alpha, ist das richtig? Ja, genau. Ja. Ach, Und vorbereitet. ja, also ich habe persönlich gemerkt, dass das mit den Räumen vor allem, ne, wo stellt man die Figuren hin und wie weit sind die vom Mikro weg, vom Hörer weg und so weiter. Das funktioniert vollkommen anders als in einem Song, ja. Also es ist doch deutlich komplizierter, weil man so viele Elemente gleichzeitig hat, die an ganz unterschiedlichen Stellen stehen. Da würde ich fast sagen, steckt für mich persönlich die meiste Arbeit drin, weil es natürlich auch wirklich sehr neu ist und man sich erstmal damit zurechtfinden muss. Und man hört immer die Hörspiele und denkt, ah ja, es klingt ja irgendwie so und so. Man macht sich gar keine Gedanken darüber. Und wenn man es dann auf einmal selbst erstellen soll, merkt man, oh, wie mache ich das jetzt eigentlich, dass der Mensch irgendwie von da hinten kommt und dass es so klingt. Ja, das finde ich also sehr spannend. Da, glaube ich, haben wir auch am meisten dabei gelernt, wirklich ja, auf diese Feinheiten zu achten und ganz anderes Gefühl dafür zu bekommen, ja. Das, glaube ich, hilft mir auch sehr weiter. Natürlich ist es eben anders als in einem Song, aber allein die Erfahrung über die Räumlichkeiten kann man doch in jedem Bereich irgendwie, also mit einbringen, denke ich. Das denke ich auch, weil es greift ja letzten Endes die gute alte Redewendung Learning by Doing. Und das ist in der Regel dann auch das, was am besten funktioniert, als wenn man vorher sich total darauf vorbereitet und dann feststellt, es funktioniert nicht so, wie es soll. Was teilweise sehr frustrierend dabei ist, ja. Ja, Peter, wo du dich gerade einschaltest, Okay. erzähl uns von dir. Wie bist du zum Hörspiel gekommen und wie sind deine Erfahrungen? Erzähl uns einen Schwank aus deiner Jugend, Mensch, ne? Ein Schwank aus meiner Jugend, das ist schon sehr, 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 sehr passend. Also ich sag mal, mit 40 bin ich ja nicht mehr zu den Jugendlichen hier, die hier sich im Hörtalk bewegen. Gehöre quasi zu den alten Jugendlich, Männern. hallo, bitte. Ja, alles unter 40 ist jugendlich. Na toll. Nein, ich bin ganz, ganz, ganz zufällig dazu gekommen. Also ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre oder fast, ja genau, 5 Jahre jetzt beim Hörtalk. Bin eigentlich durch Zufall durch einen Bekannten zum Hörspiel gekommen. Der hatte mir mal erzählt, dass er Hörspiele spricht. Der war auch hier im Hörtalk und der hat gesagt, er spricht Hörspiele, fand das Thema ganz interessant. Habe darüber angefangen, mit meiner Familie für unsere Familien zu Weihnachten mit meinen beiden Mädels, das sind Zwillinge, ein Hörspiel zu machen. Und das habe ich damals noch mit, ach, wie heißt das jetzt, diese ganz einfache Software. Audacity? Genau, Entschuldigung. Meinte ich, Kein Problem. perfekt, danke. Damit hatte ich das mein erstes Hörspiel gemacht. Wir haben uns hier im Wohnzimmer zusammengestellt und haben in ein Mikrofon reingesprochen und haben das zusammengeschnitten und ich war von dem Ergebnis einfach begeistert. Mit der Erfahrung von heute sage ich da was anderes: Raumhall, Rauschen, Hintergrundgeräusche etc. pp. Aber fürs erste Mal war es ideal und war schön, war eine tolle Erfahrung. Habe mich dann hier auch im Hörtalk angemeldet. Habe dann gedacht, boah, hier, du kannst cutten und leg los und bist ein toller Autor, kannst machen und tun. Wurde dann ganz schnell eines Besseren belehrt, denn das, was du gemacht hast, ist ja
noch nicht mal an der Spitze gekratzt. Ja, und bin dann hier im Hörtalk, habe mir dann einiges, ja, ich bin mehr so der Autodidakt und habe hier einiges dazugelernt und habe selber mittlerweile 4 oder 5 Stücke geschrieben. 2 davon sind in Produktion gegangen, 2 größere davon. Das war einmal mein Erstlingswerk, das größere war damals Die Flucht. Und das letzte, was ich selber geschrieben und gecuttet habe, war einfach nur Max. 2 Hörspiele, die sich hier so ein bisschen aus dem Rahmen beim Hörtalk wegbewegen. Ist mehr so dieses Prosa, dieses in der realen Welt spielende mit viel Glückseligkeit. Also man nennt mich auch immer so die Rosamunde Pilcher des Hörtalks. Finde ich ganz witzig. Also ich sag mal, ich bewege mich halt mit meinen Stücken bisher ganz, ich mache kein Krimi bisher gemacht und auch die Science Fiction hatte ich von meiner Seite, die ich selber schreibe, keine Berührungspunkte. Das steht dann ja so ein bisschen diametral zu dem, was Frank macht. Also so grundsätzlich. Genau, genau. Wie kommst du damit zurecht? Meine Frank-Sachen sind ja meistens zynisch, wenn nicht am Ende sogar bitterböse. Wie stehst du dazu? Was gefällt dir das? Findest du das doof? Ist das eine neue Erfahrung, die es sich lohnt zu machen? Die Erfahrung, die man damit macht, man lernt halt einfach viel dazu. Wenn man sich permanent nur auf seinen Bereich fokussiert, verliert man irgendwann echt den Blick für andere Sachen. Für mich war es wirklich ein Experiment, das erste hier ein echter Beisen und Co. für Frank zu schneiden. Es war für mich ein Experiment, komme ich mit diesem Thema klar? Kann ich dieses auch cutten? Kann ich meine Fantasie, was die Auswahl der Sprecher betrifft, ich sag mal, als Cutter stellst du ja einfach das, was der Autor sich ausdenkt, plastisch hinterher dar. Du musst ja seine Ideen einfach entwickeln, so dass es im auf den Ohren ein gewisses Kino gibt. Und das war für mich ein Experiment und das hat wunderbar funktioniert und hat auch echt Spaß gemacht, wo ich dann hinterher gesagt habe, okay, ja, können wir auch das zweite machen. Habe mich dann auch hinterher als Autor, ich bin jetzt dabei, das ist schon fertig, so ein Stück zu schreiben, was nicht mehr in der Prose-Ecke ist, sondern dann halt eher so Richtung Krimi-Science-Fiction läuft. Okay, magst du da im Vorfeld schon was drüber erzählen oder ist das noch der Geheimhaltung unterlegen? Das unterliegt noch leider der Geheimhaltung, weil ich möchte jetzt erstmal, dass das ein echter Bello für Frank jetzt fertig machen und dann gehe ich dann ran mit Casting und so weiter. Ich genieße noch meinen Ruf der Rosamunde Pilcher und haue dann so ein Ding dann raus. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du mit Audacity angefangen hast zu schneiden. Ja. Bist du dann dabei geblieben oder bist du dann irgendwann gewechselt? Womit schneidest du heute? Ich schneide heute mit Samplitude Pro X. Habe mich Sag mir mal so was von gar nichts. Wie? Samplitude? Samplitude vom Magix. Ah, Samplitude, alles klar. Ja gut, das kenne ich dann doch. Entschuldigung, ich habe ein bisschen genuschelt. Kein Problem. Pro X, ja, ich sag mal, klar habe ich mich weiterentwickelt und konnte mich dann, ich sag mal, was ich mir hier so zusammengeschustert habe, meine Frau hat manchmal die Hände über den Kopf geschlagen, hat gesagt, hier, ey, schon wieder Geld ausgeben und habe mir hier mittlerweile so ein kleines Umstudio dann zugelegt. Also von der Technik und von dem, was hier alles zusammengekommen ist, habe ich mich natürlich weiterentwickelt. Annika und Steffi, womit arbeitet ihr und ja, wie sind eure Anfänge da so in dem Bereich? Vielleicht auch hardwaremäßig, sofern ihr Hardware benutzt? Also wir arbeiten mit Cubase. Ist ganz einfach. Viele Leute haben mir dann gesagt, steckt doch auf ein anderes Programm, das so kompliziert ist. Aber ich bin irgendwie mal in Cubase reingerutscht. Da war ich 16 oder so. Hat mir ein Kumpel, der hat Musik gemacht und seitdem habe ich immer mit diesem Programm irgendwie was gemacht. Und ja, mich irgendwann gut darin zurechtgefunden, so dass ich einfach dabei geblieben bin. Habe mir natürlich eine neue Version gekauft und das benutzen wir eigentlich für alles, was wir machen, egal ob es jetzt Hörspiel oder Musik ist. Ja. Und hardware-mäßig haben wir leider noch nicht viel. Ich würde schon gerne mal ein paar Hardware
Kompressoren und so kaufen. Aber es ist natürlich auch eine Frage des Preises. Ja. Also von daher, wir haben erstmal das gekauft, was wir gebraucht haben, was zwingend sein musste, um gut zu arbeiten. Und die Hardware-Komponenten sind dann irgendwie mehr Spielereien, die dann vielleicht noch folgen. Dafür haben wir aber ganz schön viele Bands, also das muss man mal sagen. Das stimmt. Jetzt seid ihr ja auch auf dem kommerziellen Sektor tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwiefern unterscheidet sich das vom nicht kommerziellen Sektor? Abgesehen davon natürlich, dass man da nicht bezahlt wird. Ich meine das eher so in Richtung Arbeitsweise. Sind da überhaupt Unterschiede oder ist das vergleichbar? Ich würde sagen, kommerziell, da muss man sehr viel Werbung machen. Unglaublich viel Social Media. Da steckt viel mehr Arbeit in irgendwelche Menschen anschreiben und irgendwelche Tweets machen. Also da ist viel mehr Arbeit drin, was so Werbung betrifft, als wirklich am PC zu sitzen und Musik zu machen. Wenn wir dann gerade bei diesem Thema sind, wenn ihr also mal so in einem Nebensatz eure Homepage hier erwähnen möchtet, macht es gerne. Je mehr verbreitet werden kann, umso besser ist es. Okay, gerne. Also die Webseite ist noch nicht komplett fertig, aber sie ist schon begehbar. Also das wäre twinsoulrecords.de. Da, Link in der Info. Da kann man dann auch die einzelnen Sparten dann irgendwann anklicken. Also ein Teil steht schon, der andere Teil ist leider noch nicht ganz fertig, aber man kann auf jeden Fall schon draufgehen. Peter, hast du irgendwie was Social Network oder Internetmäßiges, das, wovon die Kids heute so den ganzen Tag sprechen? Hatte ich mal mit angefangen. Ich hatte auch eine Homepage auf PS Art auf die Ohren. Da ich ja hauptberuflich und noch irgendwo anders unterwegs bin, um mein täglich Brot zu verdienen, ist das ganze Thema bei mir da so ein bisschen eingeschlafen. Es ist momentan nichts Repräsentales vorhanden, also dann lieber über den Hörtalk zu gehen. Wobei mir einfällt, Frank, hast du irgendeine Online-Präsenz? Du produzierst ja Stück über Stück praktisch mehrere im Monat. Bist du irgendwo online unterwegs, wo man da so ein bisschen den Überblick behalten kann, außer auf Hörtalk? Im Moment nicht. Also ich hatte mal eine Homepage, aber aus Zeitgründen haben wir die dann nach, zwei Jahren wieder geschlossen. Ich will allerdings demnächst so eine Facebook-Seite machen für die Zukunftschroniken. Das hört sich gut an. Ja, definitiv gut zu wissen. Ja, gute Idee. Ihr seid ja jetzt, also so wie ich es verstanden habe, Annika und Steffi sind ja jetzt noch an ihrem ersten Hörspiel zugange. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Peter, du hast eins fertig von Frank und bist an dem zweiten dran. Richtig. Hast du außerhalb dessen noch Hörspiel, also Rosamund, ja klar, hast du ja selber gesagt. Blöde Frage. Alles gut. Seid ihr da bisher zum Beispiel an Geräusche geraten, die ihr nicht geschafft habt umzusetzen oder wo ihr Schwierigkeiten hattet? Wir hatten da in dem letzten Podcast Oh Frank, was war das? War das die Steinlaus? Nee, die Sand? Die Sandschabe und die Steppenschrecken. Ja, genau. Wie ist das bei euch? Seid ihr da irgendwie an soundtechnische Probleme geraten, dass ihr Schwierigkeiten hattet, was umzusetzen? Und wenn ja, habt ihr es gelöst? Und wenn ja, wie? Es erleichtert mich gerade so ein bisschen, dass auch andere Menschen dieses Problem haben. Oh, das ist ein riesengroßes Problem. Ja, weil wir haben nicht wirklich eine Sound-Library, ja. Also ich meine, da wir ja das für unsere Songs haben wir ja nicht wirklich irgendwelche Sounds, ja, das wird ja anders gemacht, deswegen fehlt uns da einfach die große Masse an Auswahl, sodass jetzt bei allem eigentlich, was wir vertonen müssen, erstmal auf die Suche gehen müssen,
um etwas Passendes zu finden. Und da waren schon gewisse Geräusche, wo wir uns echt die Zähne dran ausgebissen haben. Natürlich bei einem Science-Fiction-Hörspiel vielleicht auch nicht ganz so einfach, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wie könnte das oder wie würde es denn klingen in echt, weil man es vielleicht gar nicht kennt, ja. Wenn ich das jetzt hier mal so vorwegnehmen darf, wir haben zum Beispiel einen Schwebesessel im Hörspiel. Ja, wie klingt sowas? Also, das weiß man ja eigentlich gar nicht. Und sowas zu vertonen ist echt nicht so einfach, ja. Zumal sich das ja auch jeder immer anders vorstellt. Ne? Da steht dann einfach nur, steht dann im Skript einfach nur irgendein Satz, den der Frank zum Beispiel hingeschrieben hat. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie stelle ich mir es gerade vor? Und ja, wie setze ich dieses Geräusch jetzt um, was jetzt gerade in meinem Kopf ist? Und das ist schon echt schwierig manchmal. Da könnte ich nach wie vor, ich schwöre nach wie vor auf die Seite freesounds.org empfehlen. Richtig. Da hole ich mir Genau, das meiste weg. ja, das machen wir auch. Das Einzige, was ihr nicht machen solltet, das habe ich im Rahmen von Van Blackwood, als ich Van Blackwood geschnitten habe, festgestellt, sucht nicht nach Gasexplosion. Und wenn ihr nach Gasexplosion sucht, hört es euch nicht an. Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Ja, Peter hat's Du hast mich neugierig gemacht. kaputt. Gut gemeinter Rat, tu es nicht. Das ist es nicht wert. Also mit Okay. Geräuschen bin ich jetzt von meiner Seite noch an kaum Grenzen gestoßen, weil ich mich auch ja wirklich auch mal wochenlang eingegraben habe und habe wirklich viele Soundsites rausgesucht und habe mir auch einiges gezogen. Also ich habe eine Soundlibrary, die liegt irgendwo bei 4 Gigabyte. Süß. Eher süß, ne? Die frei auf dem Markt verfügbar war. Es war damals dieses 99sounds.org, wo man sich einiges kostenlos runtersaugen kann, was viele Hintergrundgeräusche, viele kleine Geräusche sind, die man dann halt auch verwerten und abändern kann. Ja, du hast doch schon freesounds.org damals angesprochen, jetzt gerade. Und da gibt es unendlich viele Seiten, die auch ganz viele und tolle Geräusche anbieten. Die Hörspielbox ist auch so ein Ding, die haben auch ganz verschiedene Geräusche, die man so für das Alltägliche braucht. Das ist schon toll. Also da gibt es einige Sachen, die man da finden kann. Das Problem ist halt wirklich, dass das Suchen, das nimmt ganz viel Zeit in Anspruch. Absolut. Aber da sind auch die Leute auf Hörtalk super. Ich weiß noch, ich habe damals relativ verzweifelt nach Schritten gesucht und der gute Erdi hat mir da damals dann ein, ich glaube, knapp 10 GB großes Schrittepaket zukommen lassen. Okay. Okay. Und ich bin mit Schritten jetzt so dermaßen ausgelastet, ich glaube, ich muss nie wieder nach Schritten im Internet suchen. Und ich selbst habe eine Geräuschedatenbank von inzwischen, ich habe gerade mal geschaut, 36,8 Gigabyte. Da ist im Grunde genommen für jeden was dabei. Also, so. Wir sollten uns Entschuldigung, mal ich hatte unterhalten, Bauchschmerz. Ich Pini. glaube auch. Also, da kann man im Forum, denke ich, einfach mal einen Thread erstellen und sagen, Hilfe, ich brauche Sound für das und das. Und da werden garantiert Leute zusammenkommen, die da helfen, die da auch direkt was posten. Oder die erstellen, kauf dir doch das und das. Das ist ganz, ganz toll dafür. Aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Also dieses Kaufen ist ein ganz einfacher Weg, um natürlich an Sounds zu kommen. Wobei ich sage, wenn man wirklich mal ein bisschen die Zeit investiert und sucht und macht und ja, vielleicht auch mal selber, ich habe ein Zoom-Mikrofon, wo ich diverse Geräusche auch selber produziert habe. Ja, es ist, ich habe mal so ein Interview von so einem Foley-Typ gelesen, der sagt, man muss sich halt teilweise nur vorstellen, also die Geräusche, die man braucht, sind gar nicht die Geräte, die diese wirklich erzeugen. Richtig. Und wenn man sich manchmal so umtut und einfach mal hinhört und macht und auch so im Alltäglichen sich bewegt und plötzlich Geräusche auf und denkt, ah, damit kann ich es machen. Auch noch mal ein Beispiel, das habe ich zwar letztes Mal schon gebracht, aber ich schiebe sie jetzt einfach mal auch mit rein. Beispiel: das Ausweiden einer Person oder halt entsprechende Gore-Laute, ich nenne es mal so. Kann man super mit einem Kürbis machen, halt einen Kürbis, der ausgenommen wird. Funktioniert einwandfrei. Oder wenn man irgendwelche Schläge oder sowas auf Fleisch simulieren möchte, nimmt man einfach zwei Scheiben Mortadella und haut sie auf seinen Schreibtisch. Funktioniert super. Also die Kreativität ist da wirklich der beste Leiter. Ja, wir hatten
irgendwann mal eine Luftschleuse oder so gesucht, gell? Dann Ja. habe ich einfach auf der Arbeit mal ein paar Geräusche aufgenommen, weil ich arbeite mit Maschinen zusammen und absauge und so. Perfekt. Ja, hat auch ein bisschen funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob wir es letztendlich genommen haben, weil es dann doch sehr schwierig ist, das aufzunehmen, wenn man nur irgendwie ein mobiles Mikrofon dabei hat. Ja, ich glaube, wir haben das irgendwo, ein Stück davon auf jeden Fall irgendwo benutzt. Also, das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert. Ja, aber wo du gerade Schritte sagtest, also das ist tatsächlich auch ein Thema, wo ich doch leicht an die Grenzen gekommen bin. Ich habe gar nicht so viele Schritte im Internet so gefunden, auf jetzt so freesound.org oder so. So viele Schritte, die ich jetzt hätte verwenden können, wo jetzt ein riesen Raumhall drauf ist oder so. Also Richtig. zu diesem Schrittepaket können wir gerne vielleicht später nochmal kommen. Gerne, gerne. Also mit Schritte kannst du Geld machen. Ja, glaube ich. Eines Tages werde ich mich ein Wochenende lang im Soundstudio vom WDR einnisten und da mit meinem Zoom unterwegs sein und werde alles benutzen, was sie da zu bieten haben. Das klingt Das gut. eines Tages. ein Traum. Ja, ich muss gestehen, jetzt gehen mir auch so langsam ein bisschen die Fragen aus, fürchte ich fast. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir sowas passieren könnte. Vielleicht noch eine Standardfrage, die ich eigentlich immer bringe. Da wir ja alle eine gewisse Hörspielaffinität haben, gehe ich auch mal davon aus, dass ihr selber Hörspiele hört. Habt ihr da Favoriten, egal ob auf dem kommerziellen oder nicht kommerziellen Sektor, was ich auch immer sehr interessant finde, habt ihr da Sachen, wo ihr denkt, oh mein Gott, wie schlecht ist das denn? Aber ich liebe es. Also die gibt es tatsächlich, das heißt schlecht, aber dazu gibt es sehr, sehr widersprüchliche geteilte Meinungen. John Sinclair zum Beispiel Ja. finde ich ganz toll, höre ich sehr gerne, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, meine Güte, was ist das denn für ein Schrott? Die Geräusche sind doch immer recht extrem. Ja. Und gerade weil wir vorhin irgendwie von Ausweiden gesprochen haben oder irgendwelche. Ja, die Geräusche sind auch teilweise wirklich ein bisschen ekelhaft an manchen Stellen. Deswegen teilen sich die Meinungen da sehr. Aber das höre ich doch sehr gerne. Ja, zum Beispiel die drei Fragezeichen hört Steffi auch super gerne. Ich höre auch die drei Fragezeichen super gerne. Ist einfach klasse. Also ich habe auch als Kind es schon gerne gehört. Dazu kommen dann noch so Sachen wie Maja oder Heidi oder Die Klassiker. so Klassiker, genau. Benjamin Ja, Blümchen. genau, richtig. Ja. Ja, ich bin ja auch da quer unterwegs. Also ich sag mal, ich höre mir heute auch noch, ja, wie gesagt, ich habe auch noch Mädels zu Hause. Ich höre mir auch von Bibi und Tina und Bibi Blocksberg. Und Oh ja. ich sag mal, da hört man auch mal immer wieder gerne rein. Oder TKKG oder die drei Fragezeichen, wie sie alle sind. Was ich momentan sehr gerne höre, ist Sherlock Holmes. Verschiedene Produktionen aus verschiedenen Labels, die immer wieder interessant gemacht sind und auch ja, von der Geräuschkulisse her sind. Das Schade bei dem ganzen Kommerz finde ich, dass die großen Serien halt alle auf Umsatz deklariert sind oder gemacht sind. Das heißt, platte Story, schnell zusammengedröselt und raus auf den Markt. Ja, das stimmt schon. Es ist selten, dass bei den großen Produktionen noch irgendwie ein Highlight dabei ist, wo ich sage, ja, wunderbar. Ich sag mal, wir hier in diesem Hobby-Sektor machen uns da wirklich schon Gedanken über Geräusche und wie passt das Ganze ist hier, wenn wir ein Stück schreiben mit den Lektoren zusammen, ist da der rote Faden drin? Funktioniert das alles so, wo ich dann manchmal denke und sage, okay, du sitzt da, machst dir wochenlang Gedanken, sitzt da Stunden und cuttest und machst und dann dieses eine Geräusch und dieses eine Nebengeräusch und das passt dir nicht und hängst da immer wieder dran und nimmst dir diese Szene 36.000 Mal vor, wo andere sich weitaus weniger Gedanken machen und damit Geld verdienen. Ja, das stimmt natürlich auch, ja. Ich Das denke mal, das ist. ist aber auch überall so mittlerweile, auch in der Musik. Das merkt man einfach, sobald es um Geld geht und zwar um richtig viel, da wird alles einfach nur noch, ja, einfach gemacht, platt. Man fährt halt die sichere Schiene. Das, was funktioniert, verkauft sich. Das Genau. ist leider Gottes so.
Ja. Ja, so ist es. Ich meine, das merkt man ja auch, wenn man das Radio anschaltet oder so. Dann gibt es einen Haufen Songs, die alle gleich klingen, weil es funktioniert nun mal, die werden verkauft. Sobald man vielleicht etwas Ungewöhnliches macht, wird es schon deutlich schwieriger. Und ich denke, so ist es bei Hörspielen auch. Also es gibt viele super tolle Hörspiele, die dann aber eher so Fanprojekte sind oder so Nischen-Underground-Projekte, von denen kaum einer was weiß. Das ist eigentlich schade drum, ja. Und die sind qualitativ meistens oder in vielen Fällen sind diese selbstgemachten Sachen von der Qualität weitaus höherwertig als ja so eine Verkaufsproduktion bei manchen. Ja, Auf jeden Fall ich steckt auch. in der Regel mehr Herzblut drin. Ja. Ja. Mal die Frage an unsere graue Eminenz, Frank, du sitzt da die ganze Zeit auch beim letzten im Sessel, hast wahrscheinlich die klischee-weiße Katze auf dem Stoß und streichelst sie. Dein Minimi steht neben dir und lacht sich einen Ast. Was sind so deine Hörspielvorlieben? Da hast du auch das letzte Mal, glaube ich, gar nicht drauf geantwortet. Doch, doch, letztes Mal habe ich ganz begeistert über Epic erzählt, Stimmt, hast recht. aber es gibt eine Hörspielserie, die ich sehr gut finde, und das ist Mark Brandis. Gibt's jetzt inzwischen nicht mehr, aber das ist ja auch so eine Science-Fiction-Serie nach Büchern aus den 70er Jahren, und ja, die fand ich ganz großartig. Das sagt mir gar nichts, aber das werde ich mir mal anschauen. Mir da auch gerade noch einfällt, ist Jan Tenner. Ich weiß nicht, ob es einer von euch Ja! gehört hat. Entschuldigung, Die höre ich immer ja! noch. Ja. Hast du da mal diese komische Neauflage, die irgendwie nur 12 Folgen durchgehalten Ja, hat, dir angehört? habe ich auch gehört. Wie fandest du die? Ich finde es halt schon mal, ist natürlich immer schwierig mit neuen Stimmen. Also ich kann mich da nicht dran gewöhnen, dass der gleiche Charakter eine andere Stimme hat. Also ich finde es schwierig, dann in diese Welt reinzukommen. Ich da irgendwie, ja, vielleicht so ein Gewohnheitsmensch und konnte mich da nicht so ganz dran gewöhnen. Ja, das stimmt. Wobei man aber sagen muss, dass sie gut besetzt waren. Das muss man denen Ja, einfach also lassen. ich fand es auch gut gemacht. Ich denke, es war einfach für mich nicht mehr Jan Tenner. Also es ist was Gutes, aber ich habe es nicht mehr in Verbindung bringen können, so recht, ja. Jo, dann wären wir eigentlich auch schon fast am Ende des Podcasts wieder angelangt. Brennt euch noch was auf der Seele? Eigenwerbung, sozialkritische Kommentare, irgendwas, das ihr gerne noch loswerden möchtet. Also jetzt habt ihr die Chance, praktisch noch so ein Abschlusswort abzugeben. Ich glaube, also Eigenwerbung haben wir ja schon genug gemacht, denke Man ich kann mal. nie genug Eigenwerbung Ja. Nein, es wäre natürlich, also es wäre natürlich für uns auch schön, wenn wir durch das Hörspiel auch irgendwie ein bisschen Bewegung in unsere anderen Sachen reinbekommen würden. Wäre natürlich auch toll, wenn Leute sich auch mal den anderen Kram anhören. Klar, hat mit Hörspiel nicht viel zu tun, aber gibt ja doch immer die ein oder anderen, die dann überschwappen, ja. Ja, bin ich auch der Meinung. Wie gesagt, Links kommen alle in die Info, zumindest in der YouTube-Version von dem Podcast. Ich kann mir auch vorstellen, dass Frank da noch irgendwas bei sich mit reintut, wo er das veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, hinter was kommt dieser Podcast, Frank? Gute Frage, weiß ich noch nicht genau. Okay. Peter, deine Abschlussworte. Oh, meine Abschlussworte. Abschlussworte sind immer sehr, 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 sehr schwierig. Ich finde es eine gute Arbeit von Leuten, die sich in der Freizeit mit sowas beschäftigen, gerade was dieses Hörspiel betrifft. Auch wenn es nach außen hin manchmal so den nerdigen Faktor hat. Also ich sag mal, wenn man jemanden Nichts erzählt. gegen den Nerd-Faktor, ich meine. Wenn dir jemand erzählt, du machst Hörspiele, was bei mir die Erfahrung gezeigt hat, ich sag mal, wenn man da ganz offen mit umgeht und einfach den Leuten mal einfach erzählt, was man dahinter macht, verlieren die halt auch so ein bisschen diese eingeschränkte Sichtweise und ja, das Interesse wird größer. Und ich sag mal, ich finde es halt schön, wenn man sowas hat und
Gerade jetzt so wie in Hörtalk, dass man einfach bundesweit Leute kennenlernt, die alle dem gleichen Hobby frönen und sich da halt auch austauschen kann über Sprecher, Autoren, Cutter und so weiter. Also es ist eine tolle Gemeinschaft, in der man sich ganz gut wohlfühlen kann. Und ja, man ist dann halt auch nicht ganz so gefesselt wie bei anderen Hobbys. Du musst jetzt jede Woche zum Training. Es kann auch mal sein, dass Ja. man dann 3, 4 Wochen oder länger nichts voneinander hört. Aber dann, wenn man aufeinander trifft bei irgendwelchen Treffen im Real Life oder halt auch nur hier im Teamspeak, ist es halt immer eine nette Abwechslung und immer eine ganz witzige Geschichte. Also es ist ein schönes Hobby, das Spaß macht. Das auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Würde ich mich auch anschließen. Frank, was möchtest du uns noch mitteilen? Außer vielleicht einen Termin für das nächste Kidnapping, Treffen. Eine Sache vielleicht noch, was ich mir wünschen würde, von Seiten der Hörer, wäre so ein bisschen mehr Feedback. Sei es nun im Hörtalk oder bei YouTube oder wo auch immer. Kritik, Lob, natürlich lieber Lob, aber das wäre schon eine schöne Sache, wenn man da mal ein bisschen mehr Feedback bekommen würde. Ich liebe das ja, wenn unter einem 1,5 Stunden Hörspiel, das 5 Jahre Entwicklungszeit hatte, ich nenne jetzt keinen Namen, Hust, Hust, dann völlig kontextfrei drunter steht, wann kommt denn die nächste Folge Serie XY? Liebe ich, finde ich großartig. Ja, schön, dass wir es gehört haben. Machen wir mal weiter, ne? Ja, genau. Ja. Ja, dem habe ich eigentlich auch nichts mehr weiter hinzuzufügen. Ich würde mich dann einfach an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr, ja, euch von Frank habt kidnappen lassen und dass ihr uns jetzt so ein knappes Stündchen Rede und Antwort gestanden habt. Finde ich lieb von euch. Dankeschön. Sehr gerne, wir danken. Sehr Ich gerne, sehr danke. gerne. Ja, danke. Ja, vielen Dank an euch. Und dann würde ich sagen, beschließen wir die Runde damit und hören uns wieder eventuell bei einem nächsten Mal, wenn es Frank wieder unter den Fingern juckt und er seine psychopathischen Anhörungen bekommt. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Jinglesprecherin Podcast Vera Bunk. Podcast Intro und Outro Siebenklang.